mir ist langweilig. Elvin, du kannst dich doch nicht an mich ranschleichen und mich zu Tode erschrecken. Wieso nicht? Ich habe sonst nichts zu tun. Geh runter in den Keller und hilf Simon. Bei was? Bei seinem Projekt. Meinst du nicht, die Kellertreppe hinunterzulaufen ist furchtbar gefährlich für ein Kind wie mich? Immerhin könnte ich fallen und mir was brechen. Geh schon. Und was macht ihr Jungs so? Nichts, was dich etwas angeht. Tja, jetzt schon. Dave will, dass ich euch helfe. Oh, ist ja nett von ihm gemeint. Du kannst helfen, indem du dich in die Ecke setzt und auf keinen Fall was anrührst. Aber... Und kein Wort sagst. Jetzt machst du mich neugierig. Also, was baut ihr da? Ich will es dir nicht erzählen, Elvin, weil ich deine Meinung dazu nicht hören will. Und nicht will, dass du etwas veränderst. Simon. Du erzählst mir doch sowieso, was du baust. Oder ich besteche Theodor mit einem Schokoriegel. Oh, hast du einen Schokoriegel dabei? Okay, also, wir haben ein Automechanikerprojekt in der Schule, wenn du es wissen willst. Es macht 50% meiner Note aus. Und selbst du kannst dir vorstellen, dass es sehr wichtig ist. Naja, wie auch immer, was wir entwickeln sollen, ist ein Auto, unser Traumauto. Meins ist ein futuristischer, windschnittiger, solargetriebener Bus, der die zukünftige Anforderungen... Warte, nur damit ich es richtig verstehe, höre ich da gerade Bus? Also ein Bus? Ja, aber ich finde... Bus? Das ist der Wagen deiner Träume? Ein Bus? Und welches heiße Mädel soll mit dir darin fahren? Oma Jenkins aus dem Seniorenheim etwa? Oh, genau deshalb wollte ich es dir nicht erzählen! Schon gut, schon gut. Aber dürfte ich dir ein paar Veränderungen vorschlagen? Das hat mit meinem Entwurf nichts zu tun! Inwiefern nicht? Inwiefern? Das ist kein Bus! Okay, hör zu. Ich versuche mit dir zu arbeiten, aber du bist sehr unflexibel. Also, sieht das Ding cool aus oder nicht? Ja. Simon, sollten wir nicht die Reifen austauschen? Theodor, wir tauschen gar nichts aus. Simon hat eine Vision.